Hey, this is Duolingo Explain. Today, we are going with Basics 1, Lesson 2. In this lesson, we are going to learn the new words Du, Bist, Mädchen, Kind, Wie, Ist, Ein. So, translation of the girl is das Mädchen. You see, with this example, das Mädchen, the girl, in German, the girl has a neuter gender. The girl has a neuter gender. So, das Mädchen is neuter. Das Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Ich bin means I am ein Mädchen, a girl. I am a girl. Ein Kind. Ein Kind. A child. Kind means child. Kind. When you have a new word in Duolingo, kind. It's with a different color. And ein. A child. Ein Junge ist ein Kind. Ein Junge ist ein Kind. Ein Junge, a boy, ist the new word, which means is, as you probably know. And ein Kind ist a child. Junge is in the masculine, der Junge, and Kind is neuter, das Kind. Sie ist eine Frau. Sie ist eine Frau. Sie means she. Sie. It can also mean them or her. You can see here an explanation. Sie. She or they. Sie can mean both she or they. The verb ending tells you which is meant. Sie lernt. She learns. Versus sie lernen. They learn. So, you know, if sie means she or them by the ending of the verb. So, in this case, sie ist eine Frau. Frau. She is a woman. It's logical. That is. Sie ist eine Frau. Ist ein Junge. Ist ein Junge. Means he. Ist ein Junge. He is a boy. Easy. Ein Kind. Ein Kind. Du bist ein Mann. Du bist ein Mann. Du bist means you are. Du bist, du is you in the informal. The formal for you is sie with a capital S. So, du bist ein Mann is you're a man in an informal way, and sie sind ein Mann is you are a man said in a more formal way. What do you have bist for? Yeah, and here you can conjugate every word. So you can see ich bin, I am. Du bist, you are. Ist, sie ist, es ist. He is, she is, it is. Wir sind, we are. Ihr sind, you are. Sie sind, they are, she, you are. You are a man. You learn more about this stuff in the following lessons. Now it's probably maybe a little confusing about conjugation and all this stuff, but you'll get used to it. Du bist ein Junge. Du bist ein Junge. You are a boy. You are a boy. And boy is masculine.
Now we have du, ein Mann, select a word. So we have du bin, no, du ist, no, du bist ein Mann, you are a man. Er ist ein Mann. Er ist ein Mann. So er means he. He is a man. He is a man. Er ist, Kind ist in, is a neuter noun. So das Kind. So er ist ein Kind. When we have masculine and neuter, we use ein. And when we only when we have feminine nouns, we use eine. Ein Kind. Du bist eine Frau. Du bist eine Frau. You are a woman. Du bist ein Junge. Junge. You are a boy. Lowercase. Du ein Mädchen. So this is du bist. So here Mädchen is ein Mädchen and girl is not feminine, but in German girl is neuter. So get used to it and use ein. And das Mädchen ein Mädchen. It's not die Mädchen. Du bist ein Mädchen. Ich bin Kind. Ich bin ein Kind. Sie ist ein Kind. Sie ist ein Kind. She is a child. Here we see that ist is a verb for the singular. If this was sie in plural, it kind would have been sie sind. There would be no ein. It would be sie sind Kinder. They are children. But this is sie ist ein Kind. She is a child. Oh, so we finished the lesson. So I guess that's it for this lesson. And soon I will explain the following lesson of Duolingo. And I've met my daily goal, which is 1. I have like really high goals. So goodbye Duolingo, and we'll see. I'll see you in the next one.